Ja, servus, grüß euch zu meinem neuen Video. Ich habe eine Backmischung für Muffins mit Puddingfüllung, allerdings auf Ungarisch. Und ich werde es so gut es geht backen und natürlich herzeigen. Ja, also zunächst schauen wir uns hier die Packung noch ein bisschen an. 300 Gramm Mischung, Backmischung sind drinnen, 45 Gramm Vanillepudding, 12 dB, also Stück von den Formen. Ich brauche jetzt dann ein Ei, 150 ml Milch, 50 ml Speiseöl und nochmal 150 ml Milch. Ja, dazu werde ich das jetzt hier öffnen. Jupp, das schaut nach dem Pudding aus. Das sind die Formen. So, jetzt nehmen wir als erstes den Pudding. Und geben ihn hier vorm Auge. Da, Auge, siehst du es? Nehmen wir jetzt die Milch. Und jetzt 150 ml, das sieht man da. So, Auge, da, schau her. So. Gut, und jetzt kommt das eigentlich schon da rein. Hätte ich mal gesagt. So, da, den Mix habe ich schon vorbereitet. Und jetzt werden wir das mixen. So, da schaut es jetzt so cremig aus und ist dann eigentlich schon fertig zum Einfüllen in die Muffins. Passt! So, ja, jetzt geht es gleich weiter. Da mit der Backmischung. So, ja, das haben wir da schon angeschaut. Wie kommt jetzt da rein? So schaut das jetzt da aus. Passt. Jetzt brauchen wir wieder 150 ml Öl. Nein, nehmen wir, was ist besser, nehmen wir wieder die Milch vorher. So. Die laden wir jetzt da rein. Das schaut gut aus. Und die 50 ml Öl.
So. Jetzt kommt das auch noch da rein. Jo, dann sind wir eigentlich eh schon bald fertig. Ah ja. So, jetzt kommt noch das Ei rein. Zu spät. Ja. Mamma mia. Ja, muss mir. Ja, ab und zu braucht man halt eine dritte Hand. Aber im Endeffekt klappt es dann immer sehr gut. Jetzt müssen wir das Teil aushängen. Danke sehr. Ja, so schaut das aus. Ja, das schaut eigentlich schon sehr lecker aus. Ein bisschen wie ein Schokopudding. Und wir werden jetzt dann das Ganze mit zwei Löffeln in die Formen einfüllen. Zuerst nur ein bisschen und dann den Pudding und noch einmal ein bisschen. Dass der Pudding eben genau in der Mitte ist. Okay, jetzt kommen da die ganzen Formen. 12 Stück an der Zahl. Da drauf. Transportbedingt sind sie ein bisschen verformt. Aber ich glaube, das macht nichts. Der Geschmack hängt ja nicht von der Form ab. So, also wie gesagt, wir machen jetzt unten ein bisschen was und dann den Pudding als nächste Schicht. Ich hoffe, das wird so funktionieren. Ja. So, immer noch rein mit dem guten Zeug. Und dann kommt da halt so. Ja. Ja, das braucht man nicht mehr. Ja. Kommt halt schon. Das ist ja Pudding. Hm. Ja. Man wird es nie schaffen, dass es genau in der Mitte ist. Und jetzt da gibt man den Teig drauf. Und dann musst du schauen, dass es auch wieder bedeckt ist, der Pudding. Halbwegs. Das schaut gut aus. Und wie? Es gangert sicher noch effizienter zum Arbeiten, aber das ist eben die Pöli-Art, das so zu machen. Die Pöli-frisch gekocht Art und deshalb wird das hier so gemacht. Ja, also man sieht da sehr schön, dass man den Pudding danach nicht mehr sieht. Und ja. Man sieht das von dem Pudding nicht mehr. Deshalb wird das dann sicher sehr lecker werden. Und bei den Testern gut ankommen. Vielleicht finde ich wen, der das dann testet nachher. So, das schaut schon sehr gut aus. So, das ist da schon fast ganz leer. Jetzt werden wir da die restlichen Stellen bedecken. So. Ich würde sagen, das ist ganz leer. So, jetzt wischen wir da noch die Batzerei auf. Ja, schaut eigentlich schon ganz gut aus. Kommt jetzt dann für 20 bis 25 Minuten in den Backofen und wird bei ungefähr 160, 180 Grad backen.
Passt, und jetzt können wir die Kamera aufstellen. Also, die 25 Minuten sind um, ich werde jetzt rausnehmen und ja, bin mal gespannt, wie die geworden sind. Ja, ich will vielleicht hier vorsichtig eins in die Kamera halten. Ja, manche sind ein wenig aufgesprungen. Zum Beispiel der hier. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden. Schauen eigentlich sehr gut aus. Bin dann mal auf den Geschmackstest gespannt, wobei da werde ich jetzt noch ein bisschen warten müssen, weil die noch sehr heiß sind. Ja, also sie hatten jetzt circa 15 Minuten Auskühlzeit. Ich werde jetzt gleich mal den ersten kosten. Jo, der schaut eigentlich ganz knusprig aus. Schauen wir mal, wo die Füllung ist. Ja, sehr gut. Phenom. Da schau her, so schaut es aus. Eine gute Füllung und außen knusprig. Ja, und falls ihr fragt, ob ich Ungarisch kann, kann ich nur sagen, igen. Und wenn irgendwer einen Kommentar schreibt, sage ich nur Kösse nehmen.